Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute mal nicht in gewohnter Umgebung, sondern wir befinden uns heute in meinem Bad. Und zwar geht es heute um meine Haare. Ich bin jetzt schon fertig, ich habe das gerade alles für euch abgefilmt. Und zwar hatten mich viele nach meiner Haarfarbe gefragt und ich habe gesagt, ich färbe mit Vella Illumina. Da kamen viele Rückfragen, was das ist und wie das wirkt. Und ja, es ist so, dass ich die Farbe Vella Illumina, die gibt es also normalerweise im Friseursalon, dort habe ich sie auch zum ersten Mal bekommen. Das ist eine Haarfarbe aus dem Salon, die muss man mischen mit einem, das nennt sich Veloxon, das ist also ein Mischmittel. Ich bin keine Fachfrau, ich bin keine Friseurin, ich habe nie eine Ausbildung genossen, ich weiß überhaupt nicht, wovon ich spreche eigentlich. Ich möchte euch heute in diesem Video nur zeigen, wie ich es anwende, wie es mir ein Friseur verraten hat, wie das geht und wie ich das mache. Ich habe also meine Vella Illumina in einer Tube, also diese Farbe ist in einer Tube. Ich benutze die Farbe 7-31, das ist ein Aschblond. Und ich habe sehr große Probleme mit meinem Ansatz, der wächst halt eben schon sehr grau nach. Und für mich ist das einfach die perfekte Farbe, weil sich diese Illumina-Haarfarbe um das Haar herumlegt, habe ich mir sagen lassen, und trotzdem die eigene Haarfarbe durchschimmern lässt. Das heißt, selbst das graue Haar von mir scheint durch. Es gibt also so lichtreflektierende Reflexe und sieht dadurch nicht ganz so unnatürlich aus, als wenn ich jetzt, wie ich es früher gemacht habe, eine Haarfarbe aus der Drogerie verwende, die halt eben die volle Farbe komplett abdeckt, das Haar, und also das, die volle Farbe, also die Farbe deckt das Haar ja dann komplett ab. Und das wollte ich nicht mehr. Das gefiel mir so gut im Salon. Allerdings ist diese Komplettbehandlung im Salon mir immer zu teuer gewesen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und bin natürlich wieder bei Amazon fündig geworden. Da bestelle ich ja immer alles. Da habe ich dann halt eben auch die Farbe gefunden, auch die 731. Ich habe mir diese Tube dort bestellt und gleich eine Literflasche von diesem Veloxon, was dabei gemischt werden muss. Das ist ein 6%iges Aufhellungszeug. Und das mische ich halt eben zusammen. Wie ich das mache, habe ich euch auch abgefilmt. Dann habe ich Schritt für Schritt gezeigt, wie ich mir das auftrage aufs Haar, wie es halt, ihr seht halt gleich, wie es vorher aussah und wie es halt eben jetzt aussieht. Ich habe jetzt ein bisschen versucht, meine Locken wieder rauszuholen, habe jetzt noch eine Haarmaske gemacht, aber wie gesagt, das habe ich euch alles abgefilmt. Ich hoffe, das Video macht euch ein bisschen Spaß, weil viele danach gefragt hatten, habe ich jetzt gedacht, ich lasse jetzt einfach mal die Kamera mitlaufen und zeige euch das einfach mal so, by the way, quasi. Und den einen oder anderen wird das vielleicht auch helfen oder vielleicht lasst ihr euch das auch mal im Salon auftragen, weil die Farbe ist wirklich total schön, wie ich finde. Also mir gefällt sie sehr, sehr gut. Viel besser als alles, was ich bisher aus der Drogerie ausprobiert habe. Ich habe allerdings gesehen, es gibt jetzt mittlerweile von einer Firma, ich weiß leider nicht von welcher, ich meine von L'Oréal, ich weiß aber nicht mehr, L'Oréal Excellence oder so, da gibt es jetzt eine Farbe zum ersten Mal, wo ich gelesen habe, Aschblond. Ja, und das wäre vielleicht genau meine Haarfarbe. Das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Aber ich habe jetzt erstmal genug von dem Vella Illumina zu Hause. Ich werde das also weiterhin machen können und ich habe mir wirklich nur den Ansatz gefärbt. Mir geht es also wirklich nur um den grauen Ansatz. Die Längen habe ich rausgelassen, die sollen nicht so belastet werden. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie ich das mache und wünsche euch viel Spaß dabei. So, hier seht ihr alles, was ich zum Färben meiner Haare benötige. Als allererstes die Farbe. Das ist die Vella Illumina Color Permanente Creme Haarfarbe. So nennt sich das. Und ich benutze die Farbe 7. 31. Hier steht es drauf. Ich habe aber hier noch eine angefangene Tube. Die werde ich natürlich zuerst aufbrauchen. Dann habe ich hier vorbereitet eine haushaltsübliche Waage. Die werde ich gleich einschalten, damit ich auch weiß, wie viel von der Farbe ich hinzufüge. Und einfach eine Schüssel. Dann habe ich hier das Veloxon Perfect. Das ist diese Oxidationscreme, die man dafür braucht. Also ja, Aufheller eigentlich. Ich hatte mir den damals direkt in so einer 1000 Milliliter Größe angeschafft, weil ich weiß oder weil ich wusste, dass damals schon, dass ich weiter färben will mit dieser Vella Illumina Farbe. Und ja, davon das kommt halt eben zu gleichen Teilen hinein. Das heißt, wenn ich hiervon 50 oder 60 Gramm einfüge, dann füge ich hiervon auch 50 oder 60 Gramm hinzu und vermische das dann. Und zwar mache ich das mit meinem Pinsel. Und zwar habe ich hier einen recht guten Pinsel von Goldwell mir ausgesucht. Damit kann ich wunderbar die Haare in meinem Haar verteilen. Was ich auch immer brauche und verwende, ist von Profissimo, die gibt es bei DM, Einmalhandschuhe, puderfrei, Hygiene und Schutz. Hier sind 40 Stück drin enthalten. Die kann man dann einfach hier rausziehen. Und davon nehme ich mir jetzt zwei, die ziehe ich dann gleich an, damit ich halt meine Hände nicht voll habe mit der Farbe. Jetzt schaue ich halt genau, wie viel von der Creme ich hinzufüge. Ich mache jetzt erstmal diese Tube hier leer, quetsche sie richtig aus und dann schaue ich mal, wie viel da rauskommt. Das sind jetzt 24 Gramm. Das heißt, ich mache noch eine weitere auf.
So, ich habe jetzt nur 30 Gramm genommen von der Farbe. Ich denke, das reicht für meine Ansätze heute. Und jetzt nehme ich mir das Veloxon dazu. Ich schüttel das immer noch mal ein bisschen, weil das doch recht lange in meinem Schrank steht und sich da eventuell was absetzt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber zur Sicherheit mache ich das immer. Und das kommt halt eben klar daraus. Und da tue ich jetzt noch mal genau 30 Gramm hinzu, so dass ich dann insgesamt auf 60 Gramm komme. Und das kommt jetzt wieder in den Schrank. Und diese Mischung verteile ich jetzt mit meinem Pinsel. Das muss man sehr ordentlich machen, damit sich wirklich beides sehr gut miteinander vermischt. Es dauert auch immer eine Zeit, bis ich die beiden gut miteinander verbunden habe. Ich hack da auch immer so ein bisschen rein, damit sich das schön vermischen kann. Und ich denke, diese Menge genügt für meinen Haaransatz, weil ich wirklich nur den Ansatz färbe. Ich möchte meine Haare so wenig wie möglich schädigen. Und das ist halt eben ein Mittelblond Asch, also ein Aschblond, was ich mir jetzt drauf mache. Das kommt meiner Naturhaarfarbe mit so am nächsten. Das sieht am unauffälligsten aus, wenn ich das verwende. Mir gefällt das sehr gut und dann fangen wir mal an. So, als erstes ziehe ich mir die Handschuhe an. Das riecht ziemlich unangenehm und das Vella Illumina riecht auch nicht besonders gut, also diese Mischung. Aber da heißt es Zähne zusammenbeißen und ja, dafür muss ich halt eben nicht so viel Geld ausgeben beim Friseur. Ja, das ist mein Haar, das braucht jetzt erstmal ein klein wenig Bürste. Das ist jetzt einfach eine Bürste aus der Drogerie. Die ist von Rossmann, glaube ich, nee, gar nicht wahr, von Ebelin. Das ist halt so eine kleine Handhandbürste, die ist nicht so groß. Und damit kämme ich mein Haar gut durch. Schaue jetzt mal immer zwischendurch darüber, weil ich hier einen großen Spiegel habe. So, ich habe jetzt hier so einen Scheitel gezogen, wie ich das Haar normalerweise trage. Und jetzt zeige ich euch das auch mal ganz ehrlich, wie meine Haare aussehen. Ich bin also wirklich schon sehr, sehr grau. Das ist leider so, deshalb muss ich mein Haar immer wieder nachtönen. Und so sieht das auf meinem Kopf aus. Ich habe also einen dunkleren Haarton mit sehr viel Grau schon drin. Ihr seht das bestimmt. Das ist gruselig, oder? Und genau da kommt jetzt die Farbe drauf. So, jetzt habe ich etwas Farbe auf dem Pinsel drauf und jetzt werde ich das einfach auf meinen Scheitel, so wie ich ihn normalerweise trage, verteilen. Das ist im Display nicht ganz so einfach zu sehen, weil es relativ klein ist, aber ich möchte euch das ja zeigen. Und ordentlich hier vorne im Ansatz mache ich das gleich noch. Ungefähr so viel mache ich davon. Und meistens setze ich auch nochmal an und mache dann nochmal so, damit sich das so richtig auch in die Haare einarbeiten kann. Also damit jedes Haar davon was abbekommt. Und was auch wichtig ist, ich muss natürlich hier hinten, da habe ich natürlich den Scheitel auch nicht vergessen, es hinten weiterzumachen. So, und jetzt nehme ich mir diese Spitze hier von dem Pinsel und fahre hier rein. Ich muss mal eben in dem anderen Spiegel schauen, dass ich das auch richtig erwische. Und jetzt lege ich einfach so diese Partie hier drüber und ihr seht, da kommt schon das nächste Grau raus. Und dann tunke ich wieder meinen Pinsel ein in ordentlich Farbe und mache die Farbe da drauf. Und natürlich auch in die andere Richtung. Das ist selbstverständlich nicht professionell, was ich hier mache. Das ist wirklich Hausfrauengefärbe. Aber was anderes kann ich euch auch nicht zeigen. Ne? Bin ja schließlich eine Hausfrau quasi. Und ich versuche das immer am Ansatz besonders ordentlich zu machen, weil da kommen natürlich die ersten grauen Haare raus. Manchmal nehme ich mir noch etwas, also ein kleines bisschen Produkt, genau auf so eine Ecke und nehme dann genau diese Ecke und trage mir die hier so über dem Ohr auf und an den Ansatz hier unten. Und auch hinterm Ohr sollte man nicht vergessen. Wobei ich für mich entdeckt habe, dass ich im hinteren Bereich kaum graue Haare habe, also wirklich nur vorne, also färbe ich auch nur vorne. So, wenn ich mit der einen Seite fertig bin, schaue ich, dass ich genau den Scheitel erwische, den ich zu Anfang gemacht habe. Und dann geht es genau im gleichen Style weiter. Das heißt, ich trenne mir wieder eine dünne Haarpartie ab. Das sehe ich jetzt gerade nicht richtig, kleinen Moment. So, lege sie rüber und dann mache ich halt den nächsten Part, der grau ist. Und zwischendurch gehe ich halt immer auch nochmal hinten dran und teile mir da nochmal einen Part ab und mache halt eben im Blindflug. Das mache ich manchmal auch mit zwei Spiegeln, die ich mir so öffne, dass ich so ein bisschen was sehen kann. Das geht jetzt natürlich hier im Display nicht, aber dass ich die hintere Partie halt eben auch sehe und mit bearbeiten kann und die Creme halt eben hinten auch einarbeiten kann am Hinterkopf. Aber wie gesagt, da bin ich nicht so grau, das ist auch nicht so schlimm. So, ganz zum Schluss gebe ich mir immer noch mal was hier
genau auf den Rand, also was genau am Gesicht ist, weil da kommt halt eben die graue Farbe als erstes raus. Da fange ich meistens hier vorne an und arbeite mich dann nochmal so Stück für Stück rund um den, um das Gesicht, damit überall nochmal ein bisschen Farbe hinkommt. Und so sieht das Ganze dann aus. Es sieht jetzt natürlich ein bisschen belämmert aus, ist klar. Ich habe jetzt wirklich nur den Ansatz gemacht bis hier hinten zum Hinterkopf und die Längen und Spitzen, die lasse ich komplett raus, weil ich die halt eben nicht mit ständiger Färbung belasten möchte. Es kann immer sein, dass es bei mir nochmal ein bisschen scheckig aussieht dann. Das stört mich aber nicht so besonders, weil meine Haare sowieso nicht eine komplette Haarfarbe haben, noch nie hatten. Die sehen sowieso immer ein bisschen gescheckt aus und ich finde das auch nicht schlimm. Ich trage die jetzt häufiger auch ein bisschen lockig. Das heißt, es stört mich dann nicht so. Also den letzten Rest, den packe ich jetzt hier nochmal so von unten rein, so, ziehe den so ein bisschen in die Länge. Und das Ganze lasse ich jetzt eine Viertelstunde einwirken. Dann schaue ich mir das Ganze an. Eventuell gehe ich dann wirklich nochmal durch und verwuschel das alles und ziehe es nochmal ein bisschen in die Länge. Das mache ich manchmal dann auch mit dem Pinsel zusammen, dass ich es nochmal ein bisschen rausziehe oder kratze nochmal den Rest aus dem Schüsselchen und verteile das nochmal so ein bisschen in die Länge. Und beim Ausspülen achte ich auch darauf, dass ich es mir über Kopf halt eben ausspüle, nur ein bisschen Wasser drüber gebe und das Ganze dann nochmal aufschäume und dann nochmal 2-3 Minuten wirklich so stehen bleibe, damit das nochmal in die ganzen Längen, damit es halt so ein bisschen angeglichen wird einfach, damit das überall so ein bisschen gleichmäßiger wird. Und das Ergebnis seht ihr dann gleich. So, ich habe mir nun die Farbe herausgewaschen, trockne mir noch ein wenig die Ohren ab. Ich habe es also wirklich so gemacht, dass ich das Wasser habe darüber laufen lassen, sodass die Farbe sich nochmal im gesamten Haar verteilt. Habe das alles mit den Händen nochmal aufgeschäumt, das Wasser wieder ausgemacht und habe dann nochmal 2 bis 3 Minuten einfach gewartet und das schön verteilt in den Haaren, damit halt der Rest der Haare, also die Längen und Spitzen, auch noch etwas von der Farbe bekommen. Nur einen Hauch, also dass es quasi nur so angehaucht wird. Und jetzt habe ich meine Haare handtuchtrocken gemacht. Das heißt, ich wickle sie immer in so einen Handtuchturban ein. Den kennt ihr vielleicht, den gibt es schon mal bei Chibo oder, den gibt es überall eigentlich. Ich habe auch schon mal im Supermarkt welche gesehen. Bei Aldi, glaube ich, habe ich mir auch mal einen 2er-Pack gekauft. Das ist jetzt ein schwarzer, den wickelt man sich eben einfach ums Haar. Ich rubble meine Haare nicht. Das heißt, ich tupfe sie nur wirklich ab mit einem normalen Handtuch. Und dann gebe ich den Turban drüber und jetzt haben die erstmal noch ein paar Minuten Zeit in Ruhe anzutrocknen und dann benutze ich meine Haarmaske. So, jetzt mache ich den Turban ab und drücke nochmal ein bisschen von dem Wasser heraus. Und tada, das ist das Ergebnis. Also die Längen sind immer noch blond und hier oben ist es dann so aschig, aber das Grau kommt nicht mehr durch, das sehe ich jetzt schon hier drüben. Vielleicht seht ihr das auch, ich komme jetzt einfach mal ein bisschen näher und ja, diese Illumina-Haarfarbe legt sich halt eben um das Haar und lässt die eigene Haarfarbe noch durchscheinen. Das ist also der Trick dabei. Ich lese das nochmal nach und erkläre euch das nochmal in Ruhe. Aber ja, jetzt geht es erstmal ans Durchkämmen und dann werde ich eine Haarmaske auftragen. Und zwar nehme ich da meine neue, auch von Wella, Wella Brilliance, eine Maske für feines bis normales Haar. So sieht das aus. Das habe ich mir auch bei Amazon bestellt. Genauso wie alles, was ich hier zeige eigentlich. Ich bestelle ja immer alles bei Amazon. Die ist noch recht voll. Und ich nehme mir jetzt einfach etwas von der Haarmaske hier raus, verteile das in meinen Händen und dann ab in die Haare. Erstmal mache ich das so, dass ich das wirklich in die Haare einarbeite. So wuschelig, wie sie sind und auch in die Länge und in die Spitzen einarbeite. Dann nehme ich nochmal ein bisschen was nach. Und dann kommt mein Tangle-Teaser zum Einsatz. Das heißt, ich arbeite jetzt die Haarmaske, die ich verteilt habe im Haar, mit dem Tangle-Teaser nochmal ein, damit auch wirklich jedes Haar etwas davon abbekommt. So, ich bilde mir dann immer ein, die würde besser wirken, die Haarmaske. Und die bleibt jetzt auch nochmal 5 bis 10 Minuten im Haar. Ich lasse sie jetzt einfach einwirken. Ich wickle meine Haare jetzt zusammen und mache sie mit einer Klammer fest, stecke sie oben fest und dann hat das Zeit einzuwirken ins Haar. So, nicht besonders elegant, aber wirksam. So, die Haarkur ist ausgewaschen, die Haare sind angetrocknet, sie sind noch sehr, sehr feucht. Aber ich werde jetzt etwas von einem neuen Produkt in die Haare geben, was ich mir neu gekauft habe, von John Frieda Frizz Ease, das Lockenpracht Mousse
Form und Halt für natürlich aussehende Locken wie im Salon kreiert. Heute ist kein besonderer Tag, es ist Wochenende. Ich werde mir dieses Mousse jetzt in die Haare kneten und werde sie dann über Kopf föhnen mit meinem neuen Föhn hier von ALG mit dem Diffuser drauf, um mir schöne Locken zu machen. Und zuvor werde ich aber auch noch etwas Hitzeschutz in mein Haar geben. Da habe ich hier von GHD, das war bei meinem Glätteisen dabei. Das war so ein Giveaway. Das ist auf jeden Fall ein Hitzeschutzspray, was ich ganz gut finde. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich glaube, es ist wirklich recht teuer. 120 Milliliter sind darin enthalten. Ich probiere das jetzt erstmal mit diesem Lockenzeug. Gucken wir mal, ob ich mit der Menge so gut bedient bin. Ich weiß es noch nicht genau. Und dann noch von dem Hitzeschutzspray das drauf. Und jetzt fange ich an zu föhnen. Das heißt, ich mache den Föhn jetzt an. Das wäre für euch zu laut, also für die Kamera zu laut. Und ich werde meine Haare so über Kopf föhnen und werde dann immer die Haare so in den Diffuser reinlegen und die halt so Schritt für Schritt, Strähne für Strähne immer reinlegen und dann föhnen und richtig so an den Kopf drücken und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis wird. Bis gleich! Et voilà, fertig! Ich habe jetzt fertig geföhnt. Ich gestehe, mir ist ein bisschen warm geworden beim Föhnen. Und ich muss aber sagen, dieses Frizzies Lockenpracht Mousse in Verbindung mit dem Diffuser gefällt mir sehr gut. Also ich habe meine Naturlocken jetzt ein bisschen rausgearbeitet. Es sind keine wunderbar toll definierten Locken, das gebe ich zu. Ich habe jetzt auch neu von Frizzies hier diese Zauberformel Perfektionsfinish Creme. Verwandelt widerspenstiges trockenes Haar in geschmeidige Längen. Schauen wir mal, wie das so ist. Das gebe ich mir jetzt als Finish noch oben drauf. Und zwar steht da hinten drauf, auf trockenem Haar anwenden, eine erbsengroße Menge in die Handflächen verreiben und auf das Haar geben. Das machen wir jetzt mal. Also ich mache jetzt wirklich nur so ein Erbschen hier drauf, verteile das in meinen Händen und dann geben wir das einfach mal so ein bisschen ins Haar. Oder ich gebe mir das ins Haar. Oh, das duftet aber lecker. Fruchtig. So ein bisschen wie Hair Salon. Aber lecker, also fruchtig und wie frisch gewaschen. Jetzt noch auf die andere Seite. Vorne noch ein bisschen rein. So, aber es ging ja jetzt heute eigentlich um die Haarfarbe und nicht so sehr um das Styling. Ich habe es jetzt trotzdem mal mitgefilmt, weil ich einmal dabei war. Ihr seht vielleicht den Farbunterschied. Also erstmal will ich euch zeigen, dass mein Grau jetzt nicht ganz weg ist, sondern meine eigentliche Haarfarbe hier oben hat sich verändert. Das heißt, diese Farbe von der Illumina hat sich drum gelegt und es schimmert noch so ein bisschen durch. Kann er das sehen? Ja. Aber ich finde, genau das macht den Look natürlicher. Also dieses Aschblonde, was ich jetzt ins Haar gegeben habe, auch im Ansatz, sieht man jetzt vielleicht hier noch ein bisschen Farbe. Das verwäscht sich aber beim nächsten Mal. Dann gleicht sich das noch mehr an. Und ich habe halt eben gerne diese aschmittelblonden Haare. Mir gefällt das und ich finde, das passt zu mir. Und ich finde jetzt auch die Frisur ganz angenehm. Vor allen Dingen geht es super schnell. Ich brauche die wirklich nur über Kopf föhnen, ein bisschen Mousse rein und fertig. Ne? Wenn es mir nicht gefällt, mache ich halt eben einen Zopf. Und wenn ich einen Zopf habe, das seht ihr vielleicht, wirkt das Ganze schon wieder einen Touch dunkler irgendwie. Aber das gefällt mir halt eben auch. Und ich wollte euch das gerne mal zeigen, wie das geht mit dem... mit dem Illumina, weil mich da viele nachgefragt hatten. Und ja... Das war's schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!